Mein Name ist Sibylle Joost, Lehrerin im Ruhestand. Ich bin aus dem Wahlkreis 168 vom Kreisverband Kassel-Stadt seit 2016 in der Partei. Als Mitglied einer konservativ-bürgerlichen Partei setze ich mich in ihrem Namen für ein freiheitliches Leben ohne Einschränkungen ein. Dabei gilt es, die Gefahr abzuwenden, dass Freiheit, Wirtschaft und Rechtsstaat abgeschafft werden, obwohl sie in Form der Grundrechte die Demokratie verkörpern. Für die angeblich massiv bedrohte Gesundheit sollen wir unsere Freiheit aufgeben, für das Klima unsere Autos und unser Geld. Wir erleben ein Spiel mit der Angst, die eigentlich unbegründet ist, sich aber dennoch durch ständige Wiederholung festsetzt und dem Staat zu viel Macht gibt, damit die Demokratie schwächt und ein totalitäres System aufbauen könnte. Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Bürger wieder der Souverän ist, die Covid-Einschränkungen aufgehoben werden, man die Klimapolitik angemessen aufarbeitet, das Kindeswohl berücksichtigt, die Bildungspolitik verbessert, den Mittelstand erhält, genug Rente zum Leben hat und wir unsere Sprache erhalten. Ich persönlich setze mich ein für bessere Ausbildungschancen an Schulen und gegen Gendern. Fangen wir an. Deutschland aber normal.